Hallo und herzlich willkommen zurück zu Factorio. Jawohl, ich habe wieder neue Munition geholt und wir roden hier weiter den Wald. Oh. Gibt's auch den Erfolg. Zack. Ich frag mich ja, wie diese automatisch wachsende Fabrik funktioniert. Das muss ja voll kompliziert sein. Du musst ja erst alles abbauen lassen von den Robotern. Dann müssen die ja das Land aufschütten, wenn da irgendwo Wasser ist. Ja. Und dann. Und dann ist bauen. Und zwar das Richtige, was jetzt gerade benötigt wird, bauen. Das geht bloß mit extrem vielen von diesen Decider Combinator und sonst was Zeug wahrscheinlich. Du baust dir praktisch einen Computer, der das dann berechnet letztendlich. Es gibt genau solche Freaks, gibt es auch in Minecraft, die sich einen Computer bauen. Ich weiß. Das ist so völlig fremd für mich. So, ich baue Minecraft. Du kannst ja rein theoretisch ins Minecraft ins Internet gehen. Ja, das werde ich. Ich kapiere das nicht! Also, ich hab das gesehen, ich hab die Videos gesehen, ja? Und ich dachte mir so, wie zum Fick mit fucking Redstone? Ja, ernsthaft? Die Leute sind krank. Du machst das irgendwann mal im Informatikunterricht. Es ist halt, sozusagen, du baust eine Turing-Maschine sozusagen und jedes Gerät, jedes Programm, was möglich ist, eine Turing-Maschine zu bauen, eine funktionierende, kann rein theoretisch alles machen, was jeder Computer machen kann. Die Sache ist halt bloß, dass der Minecraft-Computer halt dessen Prozessorkraft extrem niedrig ist. Ja, weg hier. Brauche ich nicht. Dich brauche ich nicht. Weg. Warum hat der jetzt nicht so funktioniert? Komm schon, jetzt warte, Bullshit schneller. Ich habe hier nicht ewig Zeit. Ist doch auch viel zu klein. Oh. Okay, der Blueprint von dem Bahnhof, für den ich gerade extra Platz gesucht habe, funktioniert nicht, weil da irgendwie, da steht auch in den Kommentaren, da ist nur die Hälfte da und der hat deswegen nur so viele Likes, weil er eben nicht funktioniert. Schön. Dankeschön. Fucking. Okay. What if? So, Blueprint, importieren, zack, zack, importieren. So, und das müssen wir so. Und nur gucken, dass wir hier. Wurde gesetzt, okay. So. Neuer Bahnhof entsteht. Der entsteht sogar mit eigenen Türmchen. Sehr nett. Also mit eigenen Robotertürmchen. So, die Schienen werden auf jeden Fall schon mal gesetzt.
Was braucht ihr noch? Die Signale, genau. Zugsignale muss ich euch noch bauen und... Haltestellen. Okay, Alter, schneller. Und zwar ist nur wichtig, dass hier die Züge reinfahren und hier fahren die Züge raus. Das darf ich nicht verwechseln. Und dann funktioniert der Bahnhof. Ich glaube, andersrum wird sogar, es wird sogar andersrum auch funktionieren. Die Produktion in der Lilanen ist inzwischen zu langsam. Was für Lilanen? Blaue. Fläschchen oder? Platin. Platin. Weil keine grünen Platinen da sind. Gott, warum sind keine grünen Platinen da? Weil wir inzwischen so viele fucking Platinen für lauter Sachen brauchen, dass alle grünen Platinen schon für rote und dann andere draufgehen. Das heißt, einfach noch eine weitere Fabrik grüne machen. Ja, ich werde eine kleine Roboterfabrik für grüne machen. Auch wenn ich glaube, dass das Game sich beim Aufbrechen hält. Nee, das hat groß. Ja, ich dachte mir auch gerade, irgendwas stimmt gerade nicht. Was haben sie denn getan? Brauche ich dann doch noch ein paar Haltestellen. Können wir eigentlich auch so bauen lassen, die Haltestellen? Ja, obwohl. Das macht keinen Sinn, extra Haltestellen zu bauen. Weil so viel werde ich nicht brauchen. Die was ich brauche, die werde ich... mir selber irgendwie holen. Ist die Kiste schon voll hier? Nö, was fehlt denn euch? Stahl. Wir haben zu wenig Stahl. Mal wieder. Und die Kupferkabelproduktion kommt schon wieder nicht nach. Sollten eigentlich genug, oder? Ich hab's gerade eben nochmal vergrößert. Ach so, ja. Also. Weil hier... Haben wir dann genügend Kupfer? Ja, Kupfer scheinen wir ein bisschen zu wenig zu haben, sollten wir wahrscheinlich. Kann ich übrigens dann jetzt auch anbinden an den Bahnhof? Der Bahnhof ist jetzt nicht, der geht jetzt nicht direkt in die Fabrik mit ein, sondern erst in Kisten und in Lagerkisten und und. Und dann wird das halt von den Robotern verteilt. Ich baue das jetzt alles mit Logistik. Also das wird jetzt ein größerer Bahnhof, der für alles gilt. Ja. Wenn ich jetzt nur wüsste, was ich holen wollte. Ich bin nicht mehr so weit weg von meiner Power Armor Mark II, darauf warte ich eigentlich gerade bloß noch. Und fliegen die jetzt? Hopp, 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 schneller. So,
füllt ihr das da hier, oder? Jawohl. Gesundheit. Danke. Ich sag ihm mal, er soll meine ganze alte Dingsproduktion abbauen. Rumproduktion, weil die erfüllt ja keinen Sinn mehr. Mhm. A Zero Waste Reactor Missing Fuel or Water steht immer noch ich da. Ich weiß. Ich muss zwar ist das der unterste von denen oder einer. Nee, das ist bloß der Alarm. Der Alarmblock ist an dem Punkt, deswegen gibt es den Alarm, egal wo er ist, immer da unten. Okay. Weil das der komplette Reaktor heißt Zero Fuel Waste, was auch immer Reaktor. Habe ich jetzt hier noch Eisen? Aber ich. Ups. So, mein Bahnhof wäre fertig. Der Little Haupt. Nein, er ist noch nicht ganz fertig. Es ist mehr so. Nochmal drei. So, jetzt brauchen wir wird erst hier oben das anmachen. Und da werden wir hier jetzt auch noch ein paar Lagerkisten mit reinknallen. Einfach nur, damit das hier ordentlichst gelagert wird. Und zwar werden wir den auch von beiden Seiten abladen. Jetzt muss ich dann nur gucken, dass ich das dann irgendwie ordentlich getaktet krieg. Bin mal sehr gespannt, ob das funktioniert. Dann muss ich halt die Züge ein bisschen kürzer machen. Aber der hinterste Waggon wird sowieso nie eingeladen. Hi. Alter. Hi. Und wie findest du den Bahnhof? Nett, und ich hab die Lösung für unsere Größenprobleme. Ja. Wenn es nicht so lang dauern würde. Alter, wie viel hast du da drin? 6. Okay. Du kannst es dir vielleicht sogar jetzt anfordern. Ich habe eine Mini-Fabrik für Stufe 3 Produktions- und Speed-Dinger gebaut. Brauche ich jeweils 1, oder? Nee, 5. Deswegen habe ich es mir in einer kleinen Fabrik gebaut, weil eins kann man sicher nochmal so in der Tasche machen, aber fucking. Ich brauche von Geschwindigkeit 3, Effizienz 3 und ich brauche von jedem 3, 5 Stück. Nee, von Effizienz und Speed, von dem Rest nicht. Was ist das? Produktivität, okay. Also grün und blau. Grün und blau, ja. Ich werde hier den Bahnhof schauen, nur damit du es kapierst. Doppelt ausladen lassen in passive Kisten und werde hier in den Zwischenräumen aber noch normale, stinknormale Lagerkisten mit reinhauen, gell? Dass die, wenn die voll sein sollten, irgendwann, dass die dann nicht irgendwo in die Pampa das hinfahren, sondern das Zeug auch gleich hier lagern. Aus passiven wird es nicht rausgenommen. Aus passiven wird es bloß rausgenommen, wenn es irgendwo angefordert wird. Ja. Ja, aber das ist jetzt auch nur für die Eisen jetzt gerade. Also Eisen soll ja hier in dem Ding bleiben. Also ich meine halt, er wird aus den Passiven, wenn die voll sind, dann bleiben die voll, außer es wird halt hier oben zum Beispiel angefordert. Genau.
Aber ich möchte jetzt quasi, schau, du siehst, unten kann der Zug auch schön umdrehen. Lief mir jetzt ein Rennen mit dem Zug. Ich bin fast genauso schnell wie der Zug. Nein, der ist immer noch schneller. Goddammit. Ja, ich muss jetzt da gucken, dass ich den Zug da irgendwie einbinde. Und unten, also hier kommen halt die Züge schön runter. Und unten habe ich hier so eine schöne Wendeplattform. Aber ich kümmere mich jetzt mal um das Wasserproblem, wenn ich schon so ein Speedy Gonzales jetzt bin. Es ist vielleicht sogar ein bisschen nervig, wenn du durch die Fabrik durchläufst, wenn du immer irgendwo dagegen latscht. Oh, das ist nervig. Meine Herr fühlt sich genervt, weil er immer gegenlatscht, weil er so schnell ist. Hier ist... So, jetzt muss ich mal... Zack, ich stelle mal alle Zugsysteme gerade aus. Aber jetzt gibt es erstmal keinen Eisenerznachschub, da ich ja jetzt das schnell umbauen will. Ja. Das muss hier ran. Zack. Nee, hier ran. Weg. So. Und du? Kommst hier ran. So, die Schienen hier. Die lassen wir dann abreißen. Jetzt muss ich mal zu den ganzen Zügen. Wie heißt der Bahnhof hier? Reaper Host LTD. Den nennen wir um. Fuck. Okay, den nennen wir um. Den nennen wir in Eisen 1. Der bekommt die Farbe blau. So. Und zwar, das ist der oben, dich brauchen wir. Der fährt von Zanderhorn nach Eisen 1 und da Inventar leer. Zanderhorn 150 Sekunden warten, automatisch. Mal, aber auch fährt. Bist ja du, oder? Du plus Eisen 1 Inventar leer.
shit. Ich muss die Züge ja alle kleiner machen. Oh fuck. Ich dich mit? Ja. Fährst du bitte los? Du musst ausgeladen werden. Du stellst aber noch Flugroboter her, oder? Ja, aber werden es die Produktion ist momentan abgestellt, weil wir ja so einen riesigen Überschuss hatten. Du kannst ja mal checken, ob der immer noch so riesig ist. Weil ich werde hier wahrscheinlich jetzt nämlich mehr brauchen, gell? Naja, aber wir hatten 5-mal so viele, wie wir brauchten. Ja, also das stimmt. Ich muss hier, bevor der losfährt, unbedingt den letzten Waggon stehlen. Wir können. Ups. Fuck. Hängt da ewig Holz in irgendeine Kiste drin. Ich hab irgendwo aus Versehen Holz reingetan. Das sind keine Ahnung, wo das jetzt ist. Ja, solange wir. Oh fuck, was habe ich jetzt gedrückt? Oh. Die kann ich nur 2 Waggons groß machen. Ja, natürlich. Bringt mir doch bitte mal schnell, was ich brauche. Jetzt sind die Züge halt jetzt ab jetzt kleiner. Aber das macht ja nichts, weil sowieso die werden hier nie voll. Aus irgendeinem Grund. Weil die Produktion einfach nicht hinterherkommt. So, und du kommst ebenfalls in Eisen 1. So. Zack, zack, zack. Eisen 2. Warum kommst du hier nicht weg? Ach, weil ich dich auf. Hä? Whatever. Seltsam.
So. Jetzt muss ich dann nur noch den Zug oben irgendwie eingestellt bekommen. Wo steht denn der gerade? Fuck! Der ist ganz oben am Hauptbahnhof. Wie kriege ich den jetzt ordnungsgemäß entleert? Auf jeden Fall ist die Folge schon wieder um. Ich sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dieses Problem kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Also, tschüss!